Moinsen, hier ist mal wieder der Grisser für euch und wir zocken hier zusammen jetzt mal ein neues Arcade-Gamechen, Zerg in the City. Zerg in the City. Da, 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 da. In the City. Yeah, 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 yeah. Ab in the City. Ja, ist bestimmt lustig. Zocke ich, wie gesagt, das jetzt das erste Mal. Ja, mal schauen. Ich muss ja eigentlich auch mal so eine kleine Liste machen, was es hier alles für Arcade-Games gibt. Nicht, dass ich irgendwann mal die geilsten Arcade-Games hier einfach vergesse. Wäre natürlich kacke. Das geht natürlich nicht. So, das Gamechen ist hier langsam am Laden. Ist doch schon mal schön. Wenn es vorangeht. Morgen wird erstmal der neue Trailer aufgenommen. Das wird schön. Ich brauche noch eine gute Idee. Denn jeden Dienstag und Donnerstag ist ja Livestream-Time von 16 bis 19 Uhr. Ja, und dann wird für jeden Livestream-Tag wird natürlich auch ein extra Trailer angefertigt, ne? So muss das sein. Ist immer eine ganz schöne Arbeit. Aber von nichts kommt nichts, ne? Wie man so schön sagt. Dauert echt ganz schön lange. Mit dem kleinen Möttchen hier. Ist bestimmt sowas wie SimCity oder sowas. Naja, wird sich zeigen gleich. Gerade schon eine Runde Troops Defense gespielt. Ist auch richtig geil. Hat man so eine Basis mit drei Ex, also mit zwei weiteren Exen noch drin, kann die direkt nehmen. Und Massive Gas hat man auch noch dazu. Und dann kann man die Einheiten in die Mitte schicken. Und muss dann so ein kleines Gätchen verteidigen vor bösen Banglings und Zerglings und sowas. Akkurater Mod auf jeden Fall. Sollte man mal häufiger spielen. Werde ich bestimmt auch jetzt nochmal die Tage vornehmen. Ja, und der Olsen und ich wollen jetzt auch erstmal die Tage eine Runde D3 spielen. Diablo 3 schön von Anfang an durchzocken. Das wird herrlich. Ich habe ja noch ein paar andere offene Games, die ich noch zocken müsste. Auch die Mission hier bei Heart of the Swarm muss ich langsam mal durchspielen. Was heißt langsam mal, aber no, ich müsste es mal ein bisschen häufiger spielen noch. So, der Ladebalken ist jetzt hier voll. Und dann hoffe ich mal, dass das hier gleich mal losgeht. Das Gamechen hier. Oh, ich glaube, da kann ich noch ein Schluckchen zwischendurch trinken. Das läuft. Na nun aber. Aha. Wo bin ich denn hier? Der Aggressor. Randomize me, Kerrigan Swarm over Abaturs Experiment. Lassen wir mal Randomize. Only Middle oder Neo Middle. Ich sehe hier nichts. Ah, Only Middle, da ist es. Gut. Und nu? Ey Leute, hat hier auch so ein paar Dinger rumstehen. Was kann ich jetzt mit den Viechern hier machen? Ach, sind das hier meine? Nö, wo rennen die hin? Was ist das hier? Kann anscheinend noch Drohnen bauen die ganze Zeit. Aber ich verstehe jetzt nicht, was das hier soll. Also, was wir hier genau machen müssen.
Müssen durchrushen. Aha. Da kann ich jetzt hier Gebäude damit bauen. Die Einheiten werden automatisch gespawnt, oder was? Aber wie kriege ich denn Mineralien? Auf das Signal, damit automatisch. Aha. Machen wir mal. Kann auch noch rumkriepen hier. Ach, die können creepen. Wie lustig ist das denn überhaupt? Ja, wie bekommt man Mineralien? Durch die Kills oder was? Na, ich mache erstmal so ein bisschen Schleim. Ach, automatisch alle 10 Sekunden, das ist ja schön. So. Und dann holen wir uns hier doch mal einen Infestor-Bauer noch dazu. Und Drohnen kosten anscheinend gar nichts. Sind for free. Oh, ich glaube, ihr Leute zackt hier raus. Nee, doch nicht. Passt noch alles. Was ist das hier für ein Viech? Avatar, Abatur meine ich. Ich gehe mal rüber mit. Ach, da stirbt er schon, den Drecksack. Ist ja blöde. Ich muss hier wahrscheinlich nach vorne kommen irgendwie. Oh, schön, eine kleine Queen wird hier gespawnt automatisch. Im falschen Gebäude. Weil ja, das passt schon. Und die Listen kosten direkt 150. Jetzt machen hier. Kann ich hier den Bau? Nö. Immer Watch ist gespawnt. Ach, und wir versuchen da durchzukommen, anscheinend. So, ich spawn jetzt hier mal ein bisschen Schleim weiter. So, kann ich auch noch mal einen hinsetzen. Gibt es hier noch irgendwo anders einen Point, wo ich mich aufladen kann? Natürlich schon mal schön zu wissen, aber nein, anscheinend nicht. Ah, ich muss hier mal die. Ach, der Creep ist schon überall verbreitet hier. So. Holen wir uns mal Hydralisken noch dazu. Ich kann auch V machen. Upgrades für Zerg, Stachelkrabbler mutieren. Aha. Wir müssen. Ah, der eine. Ah, okay, gut. Jetzt habe ich es, glaube ich, gescheckt, worum es hier geht. Wir müssen einfach durchbrechen. Das ist dieses kleine Türchen da. Die werden automatisch das schaffen. Ist gut. Mache ich doch. Aber wo ist denn das nächste Ding hier? Ach da, okay. Gut, dann stratzen wir da auch mal hin.
Aber wo kann ich das da vielleicht? Schreite ich mal zu ihm rüber. Ah, gut, und immer darauf knallen. Und dann mache ich hier doch mal ein paar Upgrades. Drohnen kann man, wie gesagt, ja Gott sei Dank umsonst bauen. Das kann ich noch Stachelkrabbler kann ich auch bauen. Und Linge. Hydras. Ach, bauen wir immer noch mal ein paar Linge dazu. Dann creep ich auch nochmal lang. Hier auch nochmal. Wenn diese Creeper, ne? Schlimm. Achso, jetzt habe ich die Drohne aus Versehen schon drin gehabt. Ist man natürlich auch teuer. Da sitzt er hier schon und dann kann man die auch schon spawnen, wenn das hier freigeknallt ist. Ach, die bekommen dafür Mineralien. Wir versuchen dieses Tor hier. Ach, auffressen kann ich auch. Button auffressen. Wo steht das denn nirgendwo? Natürlich was. Diese Dröhnchen hier, die sollen auch da gar nicht in meiner Liste mit rein. Die sind zu blöd. So. Gar nicht, warum die das hier mal machen. Also ich hatte die hier nicht mit in der Liste gepackt eigentlich. Nicht, dass ich wüsste. Ein feste Upgrades. Oh, cool. Das mache ich doch erstmal. Büro von Fester wäre auch nicht schlecht. Schon gefressen. Na komm. Rattert das dumm an hier. Da noch ein bisschen rumschleimen. Ah, geht doch. Ja, jetzt können die Dinger ja auch gespawnt werden. So, was kann ich denn noch machen? Zerg-Angriff. Ach nee, machen wir erstmal nicht. Machen wir nochmal Hydras. Ja, das ist eine gute Frage, ob man Income auch erhöhen kann hier. Ich sehe auch gar nicht mein Income hier. Aber geht bestimmt. Ich nehme jetzt hier mit nach vorne mal. Spawn hier vorne schon mal ein bisschen Schleim. Batumore. So, mach doch mal einen hinne. Leg doch da auch nochmal ein Tümörchen hin. So. Ah, sind wir doch schon in der Base drin, ne?
ist ja easy. Ah. Fangelt. Gehen Sie drauf. So, dann machen wir noch mal für das. Was gibt denn hier noch? Ach cool, da kann man Flügelscannen Upgrades machen. Oh, das war's schon. Ja, Sieg. Schön. Juhu. Ja, lustiges Mädchen auf jeden Fall hier. Die Zerg in the City. Kann man echt mal häufiger spielen. Ja, ich hoffe, es gefällt euch. Ich hoffe, ihr konntet so einen kleinen Einblick hier in das Game kriegen. Ich hab's auch. Ja, man muss halt anscheinend dieses Tor da vernichten. Bis zum nächsten Mal, euer Aggressor. See you.